Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, was steht hier? Man sieht ein großes Paket und Sidewasher steht drauf. Ja, dann handelt es sich wohl um ein Fahrrad. Es handelt sich hier um ein... Denen geht's gut, Junge. Stefan letztes Mal schon ein Fahrrad zugeschickt bekommen. John jetzt auch noch. Sieht ein bisschen klein aus, das Fahrrad, ja. Ja, das Bergfest wird gefeiert. Mhm. Die Wochenmitte ist erreicht. Feierabend. Das frühe Aufstehen hat sich wieder mal gelohnt. Es ist gerade mal 15 Uhr. Jetzt können wir den Tag voll und ganz genießen. Ohne John. Der ist ja heute irgendwie unterwegs. Ja. Mal wieder. Ja, was machen wir? Ich wollte sagen, ich habe wieder eine tolle Idee gehabt, oder? Ich habe dich wieder dazu überredet. Einfach der gleiche wieder wie die letzten drei. Und John ist gerade am TikTok drehen. Jeder verführt, wie auch immer. Nein, ich glaube, überreden muss man dich nicht. Ich dachte, wir machen uns hier heute wieder einen schönen Tag an der Schlachte, oder? Ja, das machen wir. Nachdem wir gestern Nacht, also so ein Gewitter, es ist hier nicht genau über Bremen, über unser Bremen gezogen, über unseren Teil. Wir haben nur den Rand abbekommen, aber das war schon so heftig. Also ich habe noch nie so einen lichterfüllten Nachthimmel gesehen. Also sekündlich haben hier die Blitze gezuckt und wir haben erstmal alle Stecker rausgezogen zur Sicherheit. Mhm. Wäre aber, glaube ich, nicht nötig gewesen. Nee, nötig gewesen. Weiß man nicht vorher. Wir hatten ja schon mal das Pech, glaube ich, da ist eine Playstation bei uns irgendwie vom Blitz getroffen worden. Das sind wieder was an der Schlacht am meisten nervt, diese scheiß Bettelei. Ja, nein, ich wollte sagen, wir hatten ja schon mal Das sind wieder was an der Schlacht am meisten nervt, diese scheiß Bettelei. Ich wollte noch mal winken. Ja, nein, ich wollte sagen, wir hatten ja schon mal so einen Blitzschaden irgendwie von der Playstation, glaube ich. Und das war so schwierig mit der Versicherung, da muss man das genau nachweisen, da waren wir im Urlaub, wann das Gewitter, keine Ahnung wie, wo eingeschlagen hat. Keine Ahnung, also voll kompliziert. Erinnerst du dich? Ja, aber wir haben die Playstation haben wir dann neu bekommen. Ja. Ja, wie auch immer. So, wir haben jetzt unseren Biergarten erreicht. Erstmal. Habe ich noch nie gehört, dass man die Sachen auschecken muss bei Gewitter. So, wie man sieht, wer die letzten Videos gesehen hat, der kennt den da. Das ist der Tiam. Und ja, wir haben was vor. Wir sitzen hier gerade in der Waterfront. Das ist eine Mall in Bremen. Und ja, wir haben so Kinogutscheine. Sind eh schon eingelöst, also kann ich ruhig zeigen. Und wir wollen uns einen Film angucken mit den Kinogutscheinen. Und voraussichtlich wollen wir The Flash gucken, aber mal gucken, wie die Zeiten so sind. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, ach ja, sie hat ihre Sonnenbrille dabei. Ich habe sie zu Hause gelassen, weil der Himmel heute wirklich mehr Wolken verhangen ist als blau. Egal, das Gewitter hat eine reinigende Wirkung gehabt. Und was hat das Bier hier? Eine durstlöschende Wirkung hoffentlich. Ich habe einen Durst wie sonst was. Prost. Prost. Genießen wir den schönen, die schöne Wochenmitte. Heute ist, glaube ich, der längste Tag des Jahres. Jetzt geht das schon wieder bergab mit dem Sommer, mit dem Feeling irgendwie. Naja, das wollen wir nicht übertreiben. Ja, also. Doch, aber es geht dann wieder, dass es früher dunkel wird. Das ist kaum merkbar. Wir haben erstmal noch da richtig noch einen schönen Protein-Grießpudding im Sommer, glaube ich, wenn es so weitergeht. Erstmal genießen wir es diesen Tag, würde ich sagen, ohne John. Ja, wir sind jetzt aus dem Kino raus, jedoch ohne einen Film gesehen zu haben, weil der Gutschein anscheinend bei deren Kassen nicht funktioniert. Die eine Mitarbeiterin, also am Ende standen da 4 oder 5 Mitarbeiter, die sich das angeguckt haben. Eine konnte sich noch erinnern, dass wir schon mal mit so einem Gutschein dort bezahlt haben, weil es da schon mal ähnliche Probleme gab. Aber eine, die an der Kasse wollte uns sogar eine Freikarte im Endeffekt geben, weil die halt meint, das Problem liegt bei denen und nicht bei uns. Aber die, also da war noch so eine andere dabei und die war wohl eher dagegen. Also die hat das die ganze Zeit schlecht geredet und jetzt sitzen wir hier ohne irgendwas. Wir können also quasi wieder mit der Bahn zurückfahren und ich meine so, okay, uns juckt das jetzt eigentlich nicht groß, weil wir trotzdem so was finden, womit wir uns beschäftigen können irgendwie, aber ich meine, eigentlich geht das so nicht, weil ich meine... Wenn es schon mal geklappt hat, wieso soll es nicht nochmal klappen? Ja.
Ja, wo wir hier sitzen, ist für mich ein sehr nostalgischer Platz. Als die Schlachte hier so in Gang gekommen ist, da war der Paulaner, oder das Paulaners, wo wir jetzt gerade sind. Was ist der Unterschied zwischen Paulaner und Paulaners? Ja, wegen denen mussten die dann TikToks drehen. Und deswegen hatten wir hier vorhin die Schmerzen. Paulaners heißt das hier in Bremen und Paulaner, das ist die Brauerei, so heißt das offizielle hier, Paulaner Brauerei in München, hätte ich fast gesagt, die haben ja auch einen Biergarten. Paulaners ist jetzt so, weil es hier in Bremen ist und nicht wirklich, es gehört zu der Brauerei, aber... Paulaners ist eben die Sache, dass es hier nicht nur bayerische Spezialitäten gibt, sondern es gibt ja auch norddeutsche Sachen wie Knipp und Lapskaus und solche Geschichten. Darum heißt es Paulaners, kurz gesagt. Alles klar. Ja, und als das hier so in Gang gekommen ist vor einigen Jahren, haben wir hier oben im Biergarten eigentlich immer gesessen. Das war für uns der schönste Platz. Damals gab es dann diese Plätze am Wasser da unten, die gab es doch gar nicht. Und wir haben gedacht, wir machen es heute mal wieder, so ein bisschen Nostalgie sprießen lassen. Und ich muss sagen, ich finde es hier auch sehr angenehm hier oben, oder nicht? Für mich ist ja, Fortnite und COD schön. Nostalgie also ich für die Ich mag ja immer diesen Blick aufs Wasser und den habe ich hier. Also oh, es ist so diese Stille, weil es haben noch nicht alle Feierabend. Es ist noch nicht so ganz, man hört leider Baugeräusche da hinten noch irgendwie von der Baustelle, aber es hat was. Man kommt mal ein bisschen runter, würde ich sagen, oder? Ja. Und nun? 17 Uhr. Jetzt haben wir es 3:30. Oder ihr kommt jetzt hierher zurück und geht dann zum Bahnhof ins Kino. Dann kriegt ihr von uns Geld kriegen von der Schlachte, wenn ihr jetzt hierher kommt. Ja. Das geht. Wenn der Film da auch läuft, dann müsst ihr euch einen anderen Film aussuchen. Gut, dann bis gleich. Tschüss. Stefan, so lässig. Ja, bei John gibt es Probleme, wie man hört. Er hatte so Geschenkgutscheine, 225 Euro fürs Cine Space in der Waterfront hier in Bremen. Super Kino übrigens. Sie haben sie schon mal einen eingelöst vor ein paar Tagen. Und jetzt der zweite Gutschein, da war es auch schon mit Problemen behaftet, wie ich gerade höre. Und jetzt ging das auch nicht. Jetzt wurden sie aus dem Kino rausgeschickt. Einer wollte denen wohl noch eine Freikarte geben, aber die Chefin hat gesagt, nee. Müsste noch mal probieren, kommt nächste Woche wieder. Eine Unverschämtheit übrigens eigentlich, muss ich mal sagen, wenn der Gutschein noch, also ja. Jetzt haben wir schon angeboten und seinem Kumpel, sollen jetzt hierher kommen, kriegen sie von uns Geld und dann müssen sie halt ins Kino gehen, hier am Bahnhof, ist ein bisschen näher dran und vielleicht müssen sie auch einen anderen Film gucken, keine Ahnung. Ja, ist natürlich doof gelaufen. Das ist eben die Sache mit diesem Gutschein. Wenn die Kassensysteme, ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat, aber er sagte, es gab schon Probleme beim letzten Mal, wo sie den Gutschein zum ersten Mal einlösen wollten. Ja, was soll ich sagen? Ich sage mal Prost. Irgendwann wird dieser Vlog noch sehr, sehr spannend, weil der Titel ist Simone in Wut. So, von Stefan, ich weiß ja nicht, was Stefan erzählt hat, aber ich habe jetzt das Angebot bekommen, aufgrund dessen, dass der Gutschein nicht funktioniert hat, dass ich Geld jetzt hier kriege und ein naheliegenderes Kino nehme. Fuffi. Dankeschön. Und jetzt wieder tschüss. Wir sind aber ins Kino gegangen. In was? Wer ist die Beste? In was? Die Mama. In Mama? Die Mama. Willst du damit sagen, dass die 50 Euro... Das war Bestechung. ...alleine von dir erwirtschaftet worden sind, Simone? Ja. Ja, Wahnsinn. Kam aus meinem Portemonnaie. Ja, dann... würde ich mal sagen, noch einen schönen Tag. Dann habe ich ja 8. Was hat er für einen Rucksack? Hat er einen Krümelmonster-Rucksack? Der geht aber hart. 50 Euro Guthaben, weil auf dem anderen war 30 drauf. Für Kino. Spaß. Ich wünsche euch noch viel. Bist du denn überhaupt sicher, dass es jetzt einen Kinofilm gibt in der Zeit? Er hat nicht so viel Zeit jetzt. Ich muss wieder los. Ja, los. Ja, dann mal los. Ja, aber bist du noch hier. Viel Spaß. Geh zu. Ja, weil du mich für voll quasselst. Tschüss. Ich muss in... Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja. Tschüss. So ist hier die Jugend von heute. Keine Zeit. So, wir sind hier gerade am sozialsten Punkt in Bremen, der Bremer Bahnhof. Schön sauber, hier Spaß ist. Das ist so ziemlich der dreckigste Ort in ganz Bremen. Ja, nein. Hier das beste Beispiel. Was hier so für Gesindel rumläuft. Oder vorsichtig. Läuft? Ja, egal. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Kino. Das ist genau. Ja, hier eigentlich fünf Minuten vom Bahnhof entfernt.
Das kann man da vorne schon sehen, das ist Cinemax. Und hey, wie spät haben wir? Heute? Hier jetzt läuft, hier läuft nämlich um 17 Uhr läuft die Vorstellung. Vor. 20 vor. Ja. Ja. Meine Haare. Da wächst hier plötzlich aber auch ein Bart mit 15. Vom Papa gelernt. Sogar noch zu früh. Und ja, dort ist der Tiam. Da war mein Vater am Sitzen, was soll das? Für schon sind Obdachlose auch alle keine Menschen. Die sahen jetzt nicht mal aus wie Obdachlose. Ich glaube, das sind mal einfach nur so Leute, die halt. Weiß jetzt nicht, ob das Obdachlose. Ich muss mal ganz kurz gucken. Sie sagen, das sind Obdachlose? Also in Deutschland, in Dortmund sehen die Obdachlosen schlimmer aus, sage ich mal so. So, wir haben ja mal wie gewohnt die Location gewechselt, sind gerade im Mar, wo wir eigentlich sehr selten sind. Ich war mit John vor kurzem nochmal hier, war ganz gut. Da kamen die Getränke dann erst nach dem Essen oder als niemand nach dem Essen schon da war. Was haben wir heute? Wieso hat Simone nur ein Getränk und ich nicht? Du hast wahrscheinlich einen Alster bestellt. Sie hatte nur ein Bier und ein Alster. Ein Alster trinke ich nicht, also muss sie für dich noch ein neues Getränk holen. Ich hatte auch keinen Alster bestellt. Wir haben alle beide 05 Bayreuther Hell bestellt. Ja, lass mal schmecken, bevor es absteht, nicht? So, und dann haben wir noch leckere Burger bestellt. Die Burger sind hier wirklich gut. Ich habe keinen Burger bestellt. Was denn? Eine Bowl. Achso, stimmt, ja. So, auf jeden Fall einen leckeren Barbecue-Burger bestellt. Wir haben hier Sonne. Wir haben hier dazu auch noch Blick auf die Weser. Den geht so Foto, gut, aussieht. Du bist mir gerade im Weg mit deinem Arm. Das so ein Foto möchte ich nicht. So, wir sitzen jetzt im Saal und ist noch relativ leer, hat aber auch noch nicht angefangen. Wir haben uns beide so eine Jumbo-Cola geholt. Die passt nicht mal richtig hier in das Ding rein. Und dann jeweils noch so ein großes Popcorn-Ding hier, auch Jumbo. Also ich glaube, das wird für den Film ausreichen. War alleine da? Dann hoffen wir mal einfach, dass er gut wird, ne? So, das ging relativ schnell mit dem Bayreuther Hell. Ein Hell geht ja immer schnell. Das ist immer so ein Wort bei uns. Ja, was soll ich sagen? Süß oder salzig, Chat? Sagt es. Popcorn. Das ist ja kein Eistrich, sondern ein Füllstrich. Aber auch das ist ein Zentimeter locker unter dem Füllstrich. Ja, was soll ich dazu sagen noch? Also, das Prost bleibt mir langsam hier im Halse, aus dem Mund, im Halse stecken, würde ich sagen. Da kannst du dich fühlen wie auf dem Oktoberfest. Da ist, glaube ich, auch nicht immer richtig eingeschenkt. Also, hat doch was. Da gibt es aber eine Nachzapfstation, wenn man nicht zufrieden ist, habe ich mir sagen lassen. Aber egal. Süß wie du. Man soll ja immer positiv in die Zukunft blicken und den Tag wollen wir ja genießen heute und uns nicht wieder ärgern. Es gab früher auch mal Bayreuther Hellgläser. Jetzt kriegt man hier immer ein Marglas. Ich will jetzt auch nicht zu viel meckern, aber man hätte wirklich, man hat damals immer von Christian Rach diese Sendung, der Restauranttester, wirklich viel und gerne geguckt, weil man ja auch also oft essen darf man sich nicht verschreiben, und Kevin. Wenn man dann teilweise guckt, wie die das Karten ist nämlich schon scheiße, genau. Also so, ja, weiß nicht, sieht man das so ein bisschen angeschlabbert, angeranzt irgendwie und hier drin wird es dann auch nicht wirklich besser. Also, noch Fragen? Also hier an der Schlacht ist es wirklich schön, aber man darf nicht erwarten, dass man hier irgendwie nur was soll ich sagen? Sterne-Gastronomie hat man hier nicht. Ja, nochmal bitte. Sterne-Gastronomie hat man hier natürlich nicht, aber teilweise wirklich gesalzene Preise, wie ich finde. Aber ja, muss man sich mit abfinden, darf man sich nicht ärgern. Tue ich natürlich trotzdem, Stefan auch irgendwie immer wieder. Ja, mein Burger kostet nämlich 17,50 Euro. Ich bin sehr gespannt. Junge, dann geh da halt nicht hin, Stefan. Meine Fresse, ich find's mir so geil, wenn ich mir vorstelle. Ich finde das so witzig und ich würde so gerne mal neben denen sitzen. Ich meine, ich sage immer, was gucken die alle so doof, aber ich muss dann doch nochmal die Leute in Schutz nehmen. Überlegt mal, ihr sitzt da an der Schlachter, genießt irgendwie den Nachmittag, esst da was und dann seht ihr so ein altes Ehepaar, was einfach vloggt. Das ist so geil. Was ich dafür bekomme, was kostet eine Bowl, wenn ich fragen darf, mit dem extra Hähnchenfleisch? Oh, ich glaube, ich bin teurer. Ich liege, glaube ich, bei 19 Euro. Die Sonne brennt und unser Essen ist da. Also der Burger sieht hier wirklich fantastisch aus und ich habe auch schon mal einen Burger mit Johnny gegessen und ich weiß, die sind wirklich sehr lecker. Pommes, zwei Dips und den Burger. Also meins sieht nicht weniger lecker aus, finde ich. Digga, meine dafür hat sie 19 Euro bezahlt. Nachos, Avocado, Kidneybohnen. Das hat 19 Euro gekostet.
Also das ist geisteskrank. Bisschen Soße, paar Tomaten, Kidneybohnen, Reis, paar Nachos und ein bisschen Hähnchenfleisch. Bruschetta und Hähnchen und Reis, aber Bruschetta, da werden wir noch vom Hart. Fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht, aber so ist das nun mal. Man weiß nie, was man Sieht bekommt. Sieht doch keine Bowl aus. Das nächste Mal, glaube ich, sucht Stefan das Restaurant aus. Ich glaube, heute wollte ich mehr hierhin, nächstes Mal sucht Stefan aus. Kann auch nicht zu schmecken. Es tut mir jetzt echt leid. Also das Hähnchen ist super saftig und wirklich lecker. Alles andere schmeckt wirklich gut. Aber ich wundere mich so, wenn man so den Teller mal angefasst hat irgendwie. Und Stefan hat es dann gesehen, der sieht nicht wirklich toll aus. Und er fühlt sich auch so schmutzig an. Und nicht nur von außen, sondern auch wenn ich hier anfasse. Okay, das ist geisteskrank. Und ich habe den Vergleich zu Stefans Teller, der ganz glatt und ganz anders ist als mein Teller. Das ist ekelhaft. Das muss ich echt mal sagen. Also das war, glaube ich, hier heute ein Griff ins Klo für mich. Ja, das und so ein HM-Essen, das geht gar nicht. Beschwerde. Ich hätte mal auf die Uhr gucken sollen. Ich habe ja mein Essen jetzt reklamiert, weil es wirklich, also von diesem Teller konnte ich nicht wirklich essen. Und ja, war so mutig, bin gefragt worden, ob ich das Gleiche nochmal haben möchte. Ja, ich habe Hunger. Natürlich möchte ich jetzt noch was essen. Ich habe nur gefrühstückt bisher. Ja, ich bin gespannt, wie lange es dauert. Stefan ist mit seinem Essen lange fertig und ich warte noch. Moment, dann noch nicht nochmal das Gleiche, Simone. Also das war jetzt aber dämlich, das sah aus wie Scheiße. Und ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich kommt auch irgendwie nicht groß irgendwie mal ein Dankeschön oder so, dass man irgendwie, das ist nicht meine Pizza, habe ich nicht bestellt, dass man ein Dankeschön, außer irgendwie kommt ein Getränk oder so, glaube ich nicht dran. Ein Dankeschön erwartest du, die Köche, weil jetzt ihren ganzen Rotz zusammennehmen und alles in deine Bowl reinspucken. Und ich musste mir jetzt echt noch ein Bier hier bestellen, aber ich habe mir jetzt einen Störtebäcker, wie heißt das, Weizen-Bernstein. True, aber. Ich glaube, das habe ich zum ersten Mal. Ist true. Und man sieht, es geht doch. Ich würde euch nicht auch. Also bevor ich zurück. Boah, ich weiß auch nicht, ja, wenn man es zurückgibt, würde ich auch lieber das Geld nehmen, als dann auch mal zu essen. Das ist ehrlich mutig, Simone. So läuft. So, bisschen Schatten. Ist auch ganz gut. Ja. Weil jetzt gibt es erstmal eine ordentliche Portion. Aber Rotze. Ja, wir warten ja noch. Ich muss mir auch noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Ich spiele ja heute wieder Lotto. Vielleicht sieht die Welt ab morgen ja schon wieder ganz anders aus. Wir gucken mal. Was soll ich sagen? Also ich habe es ja jetzt nochmal neu bekommen. Da fehlte allerdings die Hähnchenbrust, die ich ja extra für viel Geld dazu bestellt habe. Die wurde jetzt aber schnell nochmal nachgeliefert. Kein Problem. Jetzt habe ich aber nochmal verglichen, wie das Gericht eigentlich beschrieben ist. Mit Babyspinat hatte ich beim ersten Mal schon nicht. Jetzt habe ich dafür Rotkohl auf dem Teller. Hatte ich beim ersten Mal auch nicht. Ja, keine Ahnung, was hier immer los was ist. Was macht aber denn Rotkohl in der Bowl? Klar, ich glaube, ich komme so schnell nicht wieder her. Es ist alles nett, der Service ist nett, keine Frage, die können nichts dafür. Aber ja, für so viel Geld, der Teller hat fast 20 Euro gekostet, das ist es nicht wert. Ach so, Moment. Und dann steht hier noch. Ja, also jetzt muss ich aber auch mal sagen, Simone, ich nehme dich hier gerne in Schutz und so weiter, aber jetzt muss ich auch mal sagen, du bist geisteskrank selber schuld. Also das sieht wirklich abartig aus. Ich sage ehrlich, das sieht aus wie so eine Bowl für 2 Euro, für 3 Euro. Wirklich, das sieht unfassbar scheiße aus. Eine Bowl ist eigentlich kalt. Wie kann man du sie nochmal bestellen? Du magst warm, sag Bescheid. Beides Mal waren meine Bowls warm, ich habe aber nicht Bescheid gesagt. Also sie hätten kalt sein müssen. Ich kann es nicht sagen. Prost. Ja, wir waren ja eigentlich hier, um einen erholsamen Abend oder Nachmittag hier zu verbringen an der Straße. Ich habe es gerade von Simone gehört. Der Teller, der eben beim ersten Mal moniert worden ist, weil er nicht richtig abgewaschen war, sieht jetzt beim zweiten Mal genauso aus. Man fragt sich, was dann die in der Küche überhaupt gemacht haben. Da sind genau dieselben Dreckspuren dran, zumindest von unten. Keine Ahnung, was. Ähnlich. Was das hier sein? Teller ja, ist es nicht. Guckt es euch an hier. So sieht das, kann man sowas sehen. Ja. So sieht der Teller aus. Boah, das ist geistkrank. Ja, ich krieg Kotzreiz. Wenn ich mir vorstelle, wie der Teller dann auf der Seite ausgesehen haben muss, wo das Essen jetzt drauf ist, wenn da richtig penibel war. Sorry, Chat. Ich würde es auch nicht essen. Gleich wird Simone wahrscheinlich, wie ist das, ihr Fleisch auf und dann wird sie gleich, wenn wir gleich sagen, dass wir das Essen nicht bezahlen, ist die gleich da woanders. Eine vernünftige Bowl. So, wir haben noch Zeit heute, ist noch ziemlich früh. Junge, was müssten die sich aber denken, dass die Frau den ersten Teller hat zurückgehen lassen?
ein bisschen was gegessen hat, dann zurückgeht lassen, Neues bekommt, wieder ein bisschen was isst und wieder zurückgeht und jetzt das Geld verlangt. Die haben zweimal das Ding gemacht. Ich meine natürlich selber schuld, so ekelhaft, was da ist, aus das ist, aber trotzdem irgendwie witzig. Digga, zweimal zurückgeben lassen und dann das Geld. Und wir machen wie immer das Kessel aus. Aber schön zweimal Hähnchen gefuttert. Also mit Essen bin ich gleich durch, wenn ich mein Hähnchen gegessen habe. Ich trinke gleich noch was. Also darauf gönne ich mir jetzt, glaube ich, gleich einen Cocktail oder irgendwas. Also ist ja echt nicht wahr, oder? Und dann beschweren sich alle irgendwie, keinen Umsatz, müssen Preise erhöhen. Und ich bin gerade ein bisschen stinkig. Ja, was soll ich sagen? Es war alles nicht schön, aber das Gespräch mit dem Verantwortlichen, was wir verlangt haben, war okay. Er hat jetzt logischerweise mein Essen nicht berechnet, meine zwei Getränke nicht berechnet und wir haben noch einen Gutschein gekriegt. Als Wiedergutmachung steht sogar drauf, als Wiedergutmachung über 20 Euro. Ja, was soll man sagen? Darauf haben wir es ja auch gar nicht Boah, das ist schon ordentlich, muss man sagen. Der müsste bezahlen dafür, dass ich dort esse. Schon aber ordentlich. Von jetzt an nehme ich immer ein bisschen Dreck mit und schmier das an die Teller von unten. Gesehen, aber es war wirklich... Ich mag jetzt auch nichts mehr essen. Stefan hat gesagt, ich soll jetzt hier irgendwo noch was Schönes essen irgendwie. Ich bin durch damit. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt hier im Enchilada einen Cocktail gegönnt. Schön, jetzt eigentlich beim nächsten Mal da vorbeigehen und an die Leute, die da sitzen, den Gutschein verkaufen für 15 Euro. Eigentlich smart, guter Call. Ich weiß gar nicht mehr, fruchtig soll er schmecken irgendwie. Enchilada Cooler heißt er. Wir haben noch Happy Hour. Ja. Ich brauche auch, glaube ich, nach so einem Tag heute brauche ich auch gar nicht mehr auf meine Lottozahlen gucken. Also das brauchst du eh nicht, weil du eh nichts gewinnst. Also ich weiß, ich habe eine Tippgemeinschaft, wir teilen eh durch drei, das wird eh irgendwie nichts, aber wer weiß das schon. Also ja. Das ist lecker. Spielt irgendjemand unter 30 Lotto? Ich glaube, es sind nur Eltern, die Lotto spielen. Ja, allerdings. Also hast du ausgewählt, ne? Habe ich ausgesucht. Irgendwas brauchte ich jetzt. Und will ich am Morgen Kopfschmerzen? Wenn ich morgen Kopfschmerzen habe, bist du schuld. Ich muss spätestens erst um 9 anfangen. Also ich hab's gut. Ja. Ich fange ja, wie gesagt, um 4:45 an. Heißt, 4:30 aufstehen. Dafür früh Feierabend. Aber erstmal noch, jetzt genießen wir den Abend erstmal, würde ich sagen. Jetzt fangen wir an, oder? Jetzt fange ich auch an, mich zu entspannen. Also das war ja irgendwie, Thomas Schaaf, der frühere Trainer von Werder Bremen, der auch hier die Meisterschaft damals von Werder Bremen sozusagen unterstützt, zu verantworten oder wie auch immer hat, der hat damals schon gesagt, hast du Scheiß am Schuh? Hast du Scheiß am Schuh? Und das war irgendwie heute so mein Tag. Also wisst ihr Bescheid. Jetzt ist die Scheiße abgestreift. Das ist echt lecker. Ich würde übrigens gerne mal Stefan in einer Challenge sehen. Einer ein Monat kein Bier-Challenge. Oder kein Alkohol. Ob ihm das schwer fällt. Oder wie schwer ihm das fällt. Das wäre mal Vlogs, die mich interessieren. Der muss doch schon leicht der Entzug. Nennt man dann Entzug? Ja, ich würde gerade sagen, der muss doch dann schon wirklich Entzugserscheinungen bekommen. Also der trinkt das ja jetzt nicht exzessiv so, aber ja schon so, wenn wir die Vlogs gucken, so jede Woche, jeden Tag vielleicht auch, das ist schon irgendwo eine Abhängigkeit. Das ist Urlaubsgetränk pur, muss ich mal sagen. Das wackelt noch zu sehr. Warum zoomt das jetzt? Oder? Ja, weil du auf den Zoom-Button gedrückt hast, okay. Ja, wir haben den Film jetzt fertig geguckt und ich weiß gar nicht, die Zeit habe ich ganz eigentlich vergessen. Es ist 19.54 Uhr. Hat 20 nach gestartet. Also 20 nach 5. Ja, ist so lang? Schon lang. Ja, der Film war gut. Also, hier war noch mal so. Also, ja, ich habe mir eigentlich erhofft, viel, viel Batman zu sehen. War eigentlich ganz in Ordnung. Also, ich fand den Film nicht schlecht. Hat Spaß gemacht, den zu gucken. Vor allem im Kino macht irgendwie jeder Film noch mal doppelt Spaß. Und. Entschuldigung für den verwirrten Blick, das ist ein Auto. Ja. Rückwärts, volle Pulle gerade gefahren. Das sah so aus, als müssten wir gleich wegspringen. Das ist das Auto. Und gehen wir erstmal nach Hause, würde ich sagen. Und ich würde sagen, der Film war eine 8 von 10. Also mir hat er gefallen, vor allem, weil es dann sozusagen eine Klonversion von dem Hauptcharakter gab. Es war schon gut, viel Batman zu sehen. Also fand ich auch gut. So,
Wie war der Abend, fragen wir jetzt mal. Wir haben schon wieder die Location gewechselt und wieder das nächste alkoholische Getränk. Also, besser als der Nachmittag. Also ich habe immer noch keinen Hunger. Ich bin durch damit irgendwie, aber bin so ein bisschen gefrustet. Ich hatte mir den Tag irgendwie schöner vorgestellt. Aber ja, was soll man machen? Das Beste draus natürlich wie immer, aber ich quark jetzt nur rum. Lass lieber Stefan erzählen. Ich wollte sagen, für mich war es ein guter Tag. Also das Essen für mich war lecker, was ich hatte. Wir haben doch ein Abschlussgetränk genommen hier an diesem wunderschönen Sommerabend. Echt, wir haben es jetzt Viertel nach acht, also 20.15 Uhr. Also es ist richtig schön mild. Wir haben hier einen tollen Platz, sitzen hier hinter Palmen, wie man so vielleicht sehen kann. Hier, da ist sie. Und haben ein leckeres Getränk jetzt nochmal bestellt. Und Simone hat das noch nicht verkraftet, glaube ich. Ne? Das war ein harter Schlag für sie. Ja, also es ist hart verdientes Geld, was ich hier in der Gastronomie ausgebe. Und also, ne? Also ja, das tut einem natürlich weh. So. YouTube-Einnahmen gehen für Getränke und rote Klamotten drauf. Und ich bin keiner, der immer rumquakt. Ja. Können alle sagen, ich gehe ja oft essen, ich kann das schon vergleichen, aber das war heute echt für den Arsch. So. Da war ja noch was. Was ist mit meinen Lottozahlen? Also, ja. Also heute glaube ich an nichts Gutes mehr. Ich muss mal eben gucken. Ich habe die Lottozahlen natürlich nicht im Kopf. Ich habe natürlich gewisse Zahlen. Ja, also die Superzahl ist schon nix. Die 18 ist auch immer meine Glückszahl, die ist auch nicht dabei. Und alles andere, ja. Ich will euch nicht runterziehen, ihr sollt Spaß haben, wenn ihr das guckt. Also, so Stefan, cut hier. Cut, cut, cut. Ja, Tiam ist auf dem Rückweg und ich bin jetzt nicht direkt auf dem Rückweg, weil ich habe gerade noch einen Anruf vom Stefan bekommen, dass ich ihn an der Teerhofbrücke empfangen soll, dass sie da auf mich warten. Und ja, mal gucken, was los ist. Ja, ich wollte diesen Augenblick auch gerade mit einer Kamera filmen. Ja, bin aber anstatt auf Recording auf... Stefan weiß nicht mehr, wo sein Zuhause ist. Deswegen toll. Muss Johnny jetzt nach Hause. Wie war dein Tag? Gut, warum soll ich jetzt hierher kommen? Wenn wir nach Hause gehen wollen, jetzt ist Abend. Ich wäre schon längst Hause. Dann wir zusammen, ich kann dir Geschichten erzählen. Also mein Tag war heute für den Arsch. Aber so richtig für den Arsch. Also du glaubst nicht, was mir passiert ist. Hätte schon richtig interessiert. Immer. Taubenschiss? Schlimmer. Schlimmer. Was soll ich sagen? Entschuldigung vom Chef und Gutschein noch. Und also. Ihr Teller war nicht abgewaschen. So. Ja. Welcher Teller? Der erste oder der zweite? Beide Teller waren nicht. Guck mal, ein Heißluftballon fliegt da oben. Die sind gut angeheitert, die beiden. Ja, mal, sind wir wahrscheinlich nicht so der gut Stefan, der Pferd, der fliegt. Der Pferd, genau. Wie war in der Kinofilm? Ja, habe ich schon hier dokumentiert. Also. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir ein bisschen mehr von Batman erhofft. Aber war ja nicht anders zu erwarten, wenn der Film nicht Batman heißt, sondern Flash. Aber fand ich trotzdem sehr gut. Also auch normalerweise, ich bin ja mehr so ein DC-Fan, weil ich ja diese Gags in Superheldenfilmen nicht so geil finde. Aber hier haben sie mal gepasst. Okay, war ganz lustig. Und höchstwahrscheinlich kann man den Ballon nicht so gut filmen, weil wir gegen das Gegenlicht dann filmen müssen. Ja, aber ich finde, der Heißluftballon, das hat schon so Sommer. Oh, ich muss mal eben filmen, dass wir das mal zeigen können. Stefan und ich haben das ja auch schon mal gemacht. Wir sind auf, ja. Das war traumhaft. Wollten wir nicht nach Hause gehen oder so? Ja. Halt mal die Kamera. Mach Simone. Oh, ich kann das auch nicht so gut. Oh. Und nun? Ich weiß nicht, ich wollte nach Hause gehen, wurde ich angerufen, ich soll hierher kommen. Ja, gehen wir zusammen nach Hause, habe ich gedacht. So, welche Geschichten willst du mir jetzt erzählen? Also, pass auf. Ich habe mir was zu essen bestellt. Macht man gewöhnlicherweise Eine Bowl. Und da stand, wenn du die warm haben möchtest, sag Bescheid. Ich habe nicht Bescheid gesagt, ich habe sie trotzdem warm bekommen. Und habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich den Teller anfasse irgendwie, ist alles so klebrig, so dreckig, so ekelhaft. Ob von außen den Teller oder von innen den Teller. Ich freut. Was ist mit dem? Junge. Nächstes Mal aber zwei Bier weniger, Junge. Heilige Scheiße, habt ihr noch nie so glücklich gesehen. Das war widerlich. Stefan hatte diese gleiche Art von Teller, der war ganz glatt, ganz sauber.
So, da haben wir es reklamiert. Ich habe ja auch einen Hamburger bestellt, ne? Also ja, ja. Darf man nicht vergessen, so wie wir damals hatten. Wir haben es reklamiert, dann habe ich noch mal eine neue Bowl bekommen. Da fehlte allerdings das Fleisch, was ich extra dazu bestellt hatte, schon bei der ersten Bestellung. Dann habe ich das also reklamiert, dann kam das Fleisch noch mal extra dazu auf dem extra Teller. Der war auch sauber ohne Ende. Aber der neue Teller war genauso eklig, dreckig, speckig, von unten widerlich. Alles bleh. Schon so interessiert auch. So. Da hatten wir einen ähnlichen Tag. Da und da auch war, also eigentlich hätte ich auf meinem Teller auch Babyspinat gehabt. Hatte ich auf dem ersten Teller nicht, war mir nicht aufgefallen. Auf dem zweiten Teller hatte ich ihn auch nicht, da hatte ich auf einmal... Für Stefan war das aber der schönste Tag in seinem Leben, ne? Er geht die ganze Zeit hinter den her und grinst in die Kamera. Rotkohl drauf hatte ich auf dem ersten Teller auch nicht. Die ganze Zeit irgendwas stimmte da nicht, lach nicht so blöd. Es war echt für den Arsch. Und die Entschuldigung des Chefs, den wir dann haben kommen lassen. Ja, und es sind drei neue Kräfte da in der Küche und noch nicht richtig eingearbeitet. Das ist mir egal. Dann ist es ja in Ordnung. Nein, was, Lebensmittelindustrie nein, so insgesamt? Nein, ich zahle den vollen Preis, ist mir egal. Der darf nichts sagen. Ob die eingearbeitet sind oder nicht. Genau, das habe ich doch gesagt. Ich zahle den vollen Preis. So, das hat zu laufen. Stefan, hast du bezahlt oder Simone? Gar nicht. Ich habe nicht bezahlt. Nee. So. Sie hat Essen umsonst bekommen. Ja, na, Essen umsonst. Ich habe ja auch nichts gegessen. Oh, wenn es umsonst war, dann musst du ja gleich nochmal was essen. Du hast ja Fisch gegessen. Das war ja umsonst. Ein Fleisch habe ich, aber trotzdem habe ich jetzt Hunger ohne Ende. Ein Fleisch habe ich gegessen. Inder. So. Ja, da unten waren... Digga, guck mal, ihre Frisur auch. Die ist wirklich so geistkrank sauer. Richtiger Sturmfriese auch noch. Unsere beiden Tage ja ähnlich. Leg dich nicht mit mir an, wenn ich Hunger habe, sage ich nur. Habe ich jetzt gemacht? Nein, aber es war ein Scheiß ohne Ende. Auf leeren Magen nur noch die Cocktails. Hölle. Ne? So. Es war wirklich, ja, kacke. Ja, wir wurden ja beide ungerecht. Aber betrunken ist Simone auf einmal da, das Oberhaupt. Guck mal, die lässt sich auch nichts gefallen, ne? Vielleicht mal häufiger einen sich gönnen, Simone. Damit der John auch mal ein bisschen in die Schranken gewiesen wird. Normalerweise ist sie immer so zurückhaltend und redet eher nicht so viel. Und jetzt schnappt sie sich da die Kamera und übernimmt den ganzen Laden. Gerecht behandelt, wollte ich ja nur. Ich weiß, du auch. Sagen. Du hast auch Kacke gehabt. Ja, das will ich sagen. Ja, ich will mich gar nicht anlegen. Ich glaube, der Einzige, der einen tollen Tag hatte, war mich ich, ne? Ja, und du hast es überhaupt nicht verdient. Ich hab ja, ich du hast es überhaupt nicht verdient. Ich musste mit Simone abhängen. Ja. So, du durftest noch mit mir in meiner Gesellschaft hier den Tag verleben. Ja. So, hast du überhaupt nicht verdient. Durfte, so. Ich musste. Oh. So, Johnny, hast du noch was zu sagen, was du in deinem... Ja, da ist aber Stimmung. Kamera noch nicht gesagt hast. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt hierher kommen sollte und nicht direkt nach Hause gehen könnte. Weil wir jetzt zusammen nach Hause gehen wollen. Ja, dann hätten wir jetzt alle ganz gefasst. Simone wechselt auch nochmal die Seite, damit sie im Bild ist. Die nicht anhören müssen. Das stimmt. Also, dein Tag war nicht gut oder war gut? Anfang scheiße, weil wir mussten natürlich, also bekanntlicherweise unser Spot so. Ich habe mich Stefan glaubt. Die ganze Zeit. Ist Neustadt, das ist ja Mitte Bremen. Bremen-Mitte. Ja. Und Gesindel! Ich musste dann mit der Bahn zur Waterfront fahren, die in Walle ist, richtig? Ja. Das ist auch ein Stadtteil in Bremen. Oder weiter entfernt. In Gröpeling ist egal. Ach, egal. Walle. Ja, Gröpeling, Walle, irgendwie ja. So. Ja. So. Dann haben wir da eine Stunde versucht, diesen Gutschein da einzulösen. Und die eine hat da die ganze Zeit versucht, uns abzuwimmeln. Na gut, die Geschichte habe ich ja schon erzählt. Ja. Aber im Endeffekt war es auch hin und her fahren und. Wir haben jetzt gerade einen 33-Minuten-Vlog geschaut, der nur darüber ging, dass Simone schmutzige Teller hatte und John seine Gutscheine nicht einlösen konnte. Also, oder die sind aber auch die Könige des Langziehens. Da ist nichts passiert in diesem Video. Nicht wirklich viel. Das Einzige so, da wir sind ganz hin und her gefahren. Da können sich die FIFA-Streamer bei ihren Rewards nochmal ein Beispiel das war nehmen, Junge. Ja, gut. Hast du auch einen guten Tag gehabt. Ich sag nur, Stefan. Welches Zitat, irgendwie war das noch irgendwie, du kannst es besser sagen, mache ich Wirbel in Amerika. Ja, Klaus Kinski. Ja, so. Ich bin echt brassig. Also, tut mir echt leid, Leute. Ja, war trotzdem 10 von 10 das Video. Also ich muss sagen, ich hatte einen schönen Tag. Aber für mich war es ein toller Abend, mein Essen hat geschmeckt, meine Teller waren sauber. Ich musste nicht den Tag mit John verbringen. Das war... Oh. Ja, oh, ja, das war auch nicht viel besser mit Simone. Was ist los mit dir? Was hast du mit der gemacht? Ich weiß auch nicht. So, und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken. Was also wünscht ihr seine Mutter? Und bitte gerne weiterempfehlen. Das würde uns sehr freuen. Tschüss. Ja, tschüss. Das war's wohl für heute. Ja, das war meine Mutter. Mutter.
Junge, macht er hier einen auf den Dicken mit seinem Krümelmonster-Rucksack? Mach immer nicht so einen auf Macho, Digga. Was ist denn das? Trägt er sein Krümelmonster auf dem Rücken und macht dann auf Macho.